Hallo und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Wir sind heute im Berchtesgadener Land auf einer unfassbar schönen Location mit einem wunderbaren Auto. Und am Anfang, bevor es losgeht, abonniert genau jetzt den Kanal. Denn bei uns gibt es jeden Tag eine neue Karre vorgestellt von Jesse und oder mir. Macht das, macht euch glücklich. Also genau jetzt abonnieren. Ja, das Auto, was ich dabei habe, das ist die Mobilität der Zukunft von BMW. Man hat umgedacht so ein bisschen, man hat ein dynamisches Auto hingestellt mit bis zu 544 PS, bis zu 590 Kilometer Reichweite. Und hier steht er jetzt. Die Experten haben es erwartet von euch da draußen, nämlich den i4. Ja, hier steht er jetzt als M50 mit ein bisschen weniger Reichweite, 544 PS. Ja, das ist die Karosserieform in etwa vom Vierer Grand Coupé und der Sound, der kommt von einem Hollywood-Ingenieur der Symphonien, nämlich vom Hans Zimmer. Und was dieses Auto drauf hat, werden wir heute zusammen hier auf diesem Kanal besprechen. Ich bin ein bisschen stolz. Was werden wir machen? Wir besprechen das ganze Auto, die Optik, den Innenraum mit dem Curved-Display, den Kofferraum, die Rückbank. Wir werden natürlich fahren, es ist ein Fahrbericht, darum geht es heute. Preis. Die Wettbewerber um Tesla und Mercedes EQE besprechen, die Plattform besprechen, die Förderung, eben alles, was zu so einem Review aus meiner und auch der Jessys Sicht dazugehört. Und dann gibt es einen kleinen Kuss am Anfang von mir für euch. Kanal vergessen, nicht abonnieren und dann fröne ich mal wieder meine objektophile Leidenschaft und es gibt ja einen Kuss für den BMW oder Bimmer. Muah. Ja, und ganz am Anfang, bevor es losgeht, sprechen natürlich über unseren Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die ja? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern und suchen den garantiert besten Leasingpreis für euch raus. Wird sich im Leasing lohnen, dieser BMW hier, weil ihr bekommt eine Förderung von bis zu 7.500 Euro, zahlt nur 0,25% Dienstwagensteuer. Vor allem beim Auto, was ja gerne als Dienstwagen genutzt wurde in Vergangenheit und jetzt elektrisch vielleicht auch wird, ist das wahrscheinlich eine echt gute Sache. Und wenn ich jetzt über die Historie, was Elektromobilität angeht, bei BMW spreche, ja, dann ist es auch für mich interessant, denn es gab ja mal, oder gibt den i3, es gab den i8, die haben dann auf einer neuen eigenen Plattform gewohnt, wurden in Leipzig gebaut, viel Carbon in der neuen Plattform drin. Man hat umgedacht bei BMW, man hat gedacht, okay, also vielleicht bauen wir eine Plattform für Verbrenner, für PHEVs teilweise und für die E-Modelle. Und das haben wir jetzt hier, die Plattform, auf die der i4 dann aufbaut, das ist die CLAR, die Klar-Plattform in der zweiten Generation, eine Evolutionsstufe. Und ja, auf der, das wissen die Experten, wie man auch, wohnt auch das Vierer Grand Coupé. Wir haben hier jetzt sehr sinnig ja, den kleinen Motor nur mit Heckantrieb und die größere, die M-Version, wie sie hier steht, mit Allrad, mit einem Motor hinten, mit einem vorne. Unterschied in der Karosserie ganz bestimmt, dass wir hier eine Luftfederung an der Hinterachse haben. Aber ich will gar nicht zu sehr in die Details reingehen. Wettbewerber. Woran hat man sich orientiert bei BMW? Und das ist ein Ritterschlag für Tesla, nämlich am Model 3. Findet er bei uns auf dem Kanal. Und dann gibt es jetzt hier in dieser Mittelklasse-Limousinen-Klasse eben noch einen anderen Wettbewerber, ganz neu. Findet er auch bei uns auf dem Kanal, nämlich den Mercedes EQE, dann kann man vielleicht noch den Polestar 2 ranziehen, aber ansonsten gibt es nicht so viele Wettbewerber. Wir haben hier drin das Curved-Display, was hier auch im ja, relativ ähnlichen, aber doch anders aussehenden BMW iX drin ist. Und jetzt spricht man über die Optik. Ich habe ja gesagt, es gibt die kleinere, die zivilere Version, dann ja, mit einem kleineren Akku, nur heckgetrieben. Und hier haben wir die größere Version, die M50er-Version. Und die hat natürlich außen volle Hütte. Erstmal vielleicht die Ausmaße des Autos, 4,79 Meter lang, 1,85 breit, 1,45 hoch, Radstand ist 2,86 Meter, relativ kurze Überhänge. Der Akku, der zwischen den Achsen tief wohnt, der ist 83,9 Kilowattstunden groß brutto. Aber jetzt erstmal vielleicht die Details. Portimao Blue in einer Frozen-Version heißt, das ist ein Metallic-Lack hier, der aber auch noch matt ist und der kostet über 3.000 Euro Aufpreis. Aber ganz ehrlich, ist das ein geiler Lack. Der hat eigentlich nur einen Nachteil. Man sieht wirklich jeden Wasserfleck, jedes Staubkorn hier drauf. Und wenn man das Auto jetzt von vorne betrachtet, dann
macht BMW was aus? Das seht ihr auch in München an der IAA, habt ihr das gesehen an den Gebäuden? Die Niere. Und die Niere hier ist wie immer, wie man das von BMW kennt, riesig. Die wird immer größer, die ist groß, die war beim neuen Vierer umstritten, wird sie auch hier sein. Hier ist sie allerdings teilweise geschlossen. Was viele stört, ist das Nummernschild in der Symmetrie hier vorne. EM-Kennzeichen, M hier drauf mit den drei M-Farben und eine Kamera nach vorne eingelassen. Das BMW-Logo hier in der M-Version, sehr spannend. Kleiner Unterschied. Und dann haben wir natürlich hier auch in der M-Version mit diesem M-Sport-Paket quasi hier draußen. Hier unten die Schürze ein bisschen sportlicher ausgeformt. Alles andere wird nicht zu BMW passen. Und generell in der Optik hat man auch gesagt, ja, war vielleicht eine gute Idee, eigene E-Autos zu bauen, aber wir wollen quasi die Verbrenner, die ja sehr geil bei uns sind, optisch quasi genauso anbieten, auch als Elektroversion. Finde ich viel schlüssiger und ich glaube, das wird für die Zukunft auch Erfolg versprechen. CW-Wert ist bei einem Elektroauto mega wichtig. Hat der hier jetzt 0,25, während dann die kleinere Version, nur heckgetrieben, 0,24 hat. Liegt an der Schürze wohl vorne und hinten an dem kleinen Gurney. Was macht BMW wie Audi auch aus? Tolles Licht. Ja. Das hat man hier beibehalten und hat gesagt, wir wollen serienmäßig natürlich auch weiterhin immer ja, LED-Licht. Und dann ist hier das Laserlicht drin. Erkennt ihr hier an diesen blauen Laserschwerter da drin. Ne? Das ist ein tolles Licht, erzeugt quasi permanente Fernlichtwirkung, blendet den Gegenverkehr aus, Schilder an. Da würde ich echt nicht drauf verzichten wollen. Und das ist hier noch eine besondere Version, nämlich wir haben ja das Shadowline-Paket hier drin, heißt diese kleinen schwarzen Elemente hier, wo BMW Laser draufsteht, die sind hier abgedunkelt. Wenn ihr das nicht habt, kommt das dann heller. Und dazu haben wir noch die Shadowline hier drauf. Heißt, wir haben hier nochmal eine dunklere Umrandung. Hier ist übrigens der Radarsensor für die Doppelniere da vorne schon echt schick von vorne. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie er euch gefällt. Jetzt gehen wir mal ein Stück so zur Seite und ihr seht, hier ist alles blau, schwarz, sehr stimmig. Was ich sagen muss, ist die kleinere Version, die kommt vorne mit blauen Elementen um die Niere, kommt hier mit blauen Elementen. Das finde ich hier wesentlich schlüssiger. Ich habe ewig mit einem Fahrwerksingenieur gesprochen, heißt, ich kann euch alles dazu sagen, weil bei dem Auto ja sehr wichtig, warum liegt er gut auf der Straße? Erstmal geht es bei der kleineren Version mit 17 bis 20 Zöllern los dann insgesamt. Hier geht es bei 18 Zöllern los, hier haben wir 20 Zöller drauf und das ist hier die Felge, die ihr nur beim großen Motor oder den großen Motoren bekommt. Die ist auch ein bisschen breiter. Und dann ist es sehr spannend, weil dann gehe ich schon mal direkt ans Heck. Hinten haben wir hier immer eine Luftfederung drin. Es ist natürlich interessant, das Auto wiegt 2,2 bis 2,3 Tonnen, wie es hier steht. Der Akku, der liegt hier unten drin, eben 83,9 Kilowattstunden groß, wiegt 550 Kilo. Das sorgt dafür, dass dieses Auto 37 mm tieferen Schwerpunkt hat als ein Verbrenner Dreier. Ja, und das muss man natürlich auch ausfedern. Vorne hat man sich für eine normale Stahlachse entschieden, hinten eine Luftfederung. Und optional, auch bei dem kleineren Motor, gibt es hier eine adaptive Dämpfung vorne wie hinten. Hier ist sie dann immer drin. M-Sport-Fahrwerk nennt das BMW. Wenn man jetzt über die Kraftverteilung spricht, haben wir hier hinten einen Motor mit 230 Kilowatt Leistung. Hier 230, die kleinere Version hat 250, aber hierzu kommt bei diesem Auto ja noch ein 190 Kilowatt Motor vorne und das ist natürlich genial, ne? Weil mit der aktornahen Radschlupfbegrenzung, die den Schlupf direkt am Motorsteuergerät regelt, haben wir hier eben die Möglichkeit, dass wir normalerweise eigentlich immer nur heckgetrieben fahren, aber wenn wir die Traktion brauchen, dann kommt die Vorderachse hier dazu. Wir haben jetzt hier eine Leistung von 400 kW. Das sind 544 PS. Die kleinere Version hat 200 kW, was 340 PS sind. Die größere Version hat allerdings den Nachteil, dass wir nur 510 km Reichweite haben. Bei der kleineren haben wir dann 590 km Reichweite, was sehr spannend ist. BMW sagt, auf ein Sperrdifferenzial oder so verzichten wir. Bei dem Allrad hier, was haben wir für einen Vorteil? Wir haben quasi keine mechanische Verbindung zwischen beiden Achsen und das sorgt eben dafür, dass wir eine blitzschnelle Verteilung vom Allrad hier drin haben. 795 Newtonmeter Drehmoment, der ist in 3,9 Sekunden auf 100, wird 225 km/h schnell. Die kleinere Version, ja, die braucht dann schon 5,7 Sekunden auf 100 und wird nur 190 km/h schnell. So, jetzt habe ich euch echt viel erzählt.
Jetzt sprechen wir erstmal wieder, um es aufzulockern, über die Optik am Heck. Und hier haben wir diesen kleinen Görne hier oben. Den bekommt ihr auch bei der kleineren Motorversion, dem eDrive 40, so heißt die. Aber hier ist er natürlich immer serienmäßig drauf. M50 steht hier hinten drauf. Die neue Nomenklatur muss ich mir noch merken. I4, hier ist er. Ja, und dann geht es natürlich auch darum, wenn man hier unten schaut, bei dem Diffusor, der fast Ferrari-esque aussieht und mir sehr gut gefällt, dass eben alles dunkel ist. Ne? Hinten abgedunkelte Scheiben, die Umrandung eben bei den Scheiben hinten ist dunkel. Hier ein leicht abgedunkelt, schwarz, die Spiegelkappen auch vorne in schwarz, was ich sehr schick finde. Und dann eine tolle Sache bei dem Auto, der zieht 1,6 Tonnen. Da könnt ihr auch euer Pferdchen euer leichteres Flugzeug mal mitziehen, was sehr gut ist. Aber jetzt geht es natürlich darum, sagen wir Jan, beim E-Auto geht es ums Laden. Der Akku ist groß, der ist schwer, der will geladen werden. Das geht über Rekuperation beim Fahren oder an der Steckdose. Haushaltssteckdose würde ich euch nicht empfehlen, das dauert nämlich ewig. AC könnt ihr den Laden hier ja mit bis zu 11 Kilowatt und dann wäre er in 8,25 Stunden voll. Was Gutes zu Hause. Kleiner Kritikpunkt. Manche Wettbewerber können Onboard-Charging mit bis zu 22 Kilowatt, wird dann nochmal schneller gehen, müsste aber auch die Wallbox zu Hause erstmal mit der Leistung bekommen. Er kann schnell laden mit bis zu 205 kW, das nennt man dann DC, Gleichstrom und Wechselstrom, seht ihr auch hier. Ne? Dann ist der von 10% auf 80% in ja, 31 Minuten etwa spannend ist. Und das musste ich auch lernen, BMW gibt so Werte an Schnellladen mit 10 Minuten. Und da sagen sie, hier hätten wir in 10 Minuten dann 140 Kilometer nachgeladen. Bei der nur heckgetriebenen Version wären es 164, liegt eben dran, dass der hier auch ein bisschen mehr verbraucht. Ne? Spannend auch, 205 kW gibt BMW an, aber die Ladeleistung bezieht sich auf 200 kW. Warum, weiß ich nicht. Jetzt ist es natürlich spannend, über den Motor bzw. den Kofferraum auch mal zu sprechen. Jetzt bin ich schon ganz verwirrt durch die ganzen Daten. Das sind 490 bis 1270 Liter etwa. Und der ist natürlich sehr groß. Schaut mal da rein. Doppelten Ladeboden haben wir hier. Harman Kardon Anlage ist hier offensichtlich drin mit dem Subwoofer. Und BMW hat uns hier ein kleines Geschenk reingelegt. Schaut gerne mal mit mir hier rein. Nämlich die Kachel hier fürs Laden. Zu Hause an der Steckdose inklusive Adapter ist jetzt hier und ich klappe jetzt mit euch nicht die Rückbank um. Wir bekommen auch eine elektronisch schwenkbare Anhängerkupplung zum Beispiel hier drin. Es gibt auch ein Glasdach für dieses Auto, haben wir jetzt nicht. Hier oben das Teil könnt ihr komplett wegnehmen und schaut es euch an. Die Rückbank sehr flexibel umklappbar. Das machen wir dann einfach, wenn wir drauf sitzen. Kofferraumklappe sehr hoch angeschlagen. Ich war optisch immer ein Riesenfan von dem Vierer Grand Tourer, weil das für mich einer der schönsten BMWs. Deswegen bin ich sehr froh, dass man sich quasi diese Karosserie hergenommen hat fürs erste hochperformante Elektroauto als Mittelklasse-Limousine. Jetzt ist natürlich auch noch schön, ihr habt hier die Türgriffe eingelassen, was natürlich auch gut ist für einen CW-Wert. Ne? Dann schauen wir uns vielleicht vorne mal noch die Spiegelkappe an. Die kommt hier in diesem Paket in einem wunderschönen Schwarz. Wie gesagt, das Auto ist sehr stimmig in der Shadowline, würde ich nur so nehmen. Und jetzt schauen wir uns vielleicht mal die Rückbank an, wie viel Platz ich da habe, ob der Akku mir ein bisschen was wegnimmt, kommt vielleicht einfach mal mit. Zugegeben, wir haben jetzt die Sitze relativ weit nach vorne geschoben. Aber das ist okay, weil ich will euch zeigen, es muss nicht der iX sein. Es reicht auch manchmal eine Limo, die flacher ist. Denn ich bin 1,88 groß und habe Platz hier für einen Kopf, was erstmal gut ist. Und habe auch definitiv Platz für die Knie. Monsterradstand eben ist sehr praktisch. Und jetzt klappen wir mal die Rückbank um. Schaut euch das an. Keine Kante hier. Ja, das ist schon mal sehr gut. Ihr könnt dann zum Beispiel auch nur dieses Teil umklappen oder alles zusammen. Das ist eine extrem hohe Flexibilität. Hier habt ihr dann auch noch die Armauflage mit einem Cupholder drin. Und was BMW ausmacht und wo man sich differenzieren will zu Tesla, ist Verarbeitungsqualität und auch Fahrwerk. Aber jetzt geht es erstmal um die Verarbeitungsqualität. Isofix hier. Das sind Ledersitze mit so einer blauen Naht hier drin. Die sind toll. Das ist wirklich toll verarbeitet. Allein die Anschnaller hier mit den M-Farben drin, da bekomme ich ein bisschen Fahrwasser unter meinen Armen, aber auch im Mund läuft es da zusammen. Dann haben wir hier zwei USB-C-Stecker, auch sehr modern, haben hier die Klima nochmal hinten vorne. Ja, sind das Sitze mit integrierter Kopfstütze, das ist schon mal richtig gut. Und jetzt komme ich mal zu euch wieder raus und wir schauen uns mal die Tür an. Rahmenlose Scheiben hier, das ist natürlich was BMW kann, tolle Verarbeitung in der Tür.
viel Bezug, weiches Plastik, toll gepolstert, Harman-Kardon-Anlage, viel Platz hier, auch hier durchdacht, ist eben ein BMW. Würde ich einfach mal sagen. Und jetzt, normalerweise, zeige ich euch ja bei den Autos immer, ja, wie viel Platz wir vorne haben, beziehungsweise ja, wie der Motor aussieht. Und den seht ihr da natürlich nicht. Das heißt, wir haben hier eine volle Abdeckung. Ich mache jetzt einfach mal auf. Und das ist natürlich auch BMW-typische Verarbeitungsqualität. M hier in der Abdeckung. Wir haben jetzt keinen Frunk, also keinen Kofferraum vorne, ne? Und dann ist natürlich vielleicht noch der Verbrauch interessant. 18 bis 22,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Aber ich kann euch ja viel vom Pferd erzählen. Spannender ist der Innenraum. Der Iconic Sound hinten, den werde ich euch nur innen zeigen können, außen geht es nicht. Der hat eben der Hans Zimmer designt, kreiert. Und es ist, da lege ich mich fest, auch wenn Audi uns viel erzählt hat zum Sound, der tollste, abgespacete, futuristische Sound, der euch nerven kann. Mir hat er richtig Spaß gemacht, aber das Gute dran ist, ihr könnt ihn einfach auch abstellen. Was ich jetzt machen will, ist euch einladen, den Innenraum mit mir anzuschauen und dann wird gefahren, danach gibt's Fazit. Kommt mit. Ja, kommen wir zum Innenraum und hier drin das Highlight ist ganz bestimmt das Curve Display. 10,4, 14,7 Zoll Head-Up Display und ansonsten klassisch BMW, ein paar Knöpfe, aber halt auch sehr viel Digitales und ein sportlicher Innenraum. Viele haben kritisiert, ja, der Akku, die Batterie, die baut ja so hoch auf, man hat eine hohe Sitzposition. Ich mochte die relativ hohe Sitzposition, weil man eine gute Übersicht hat. Ich bin 1,88 groß und stehe nicht mit meinem dicken Kopf oben an. Klar könnte ich noch weiter hochfahren, aber für mich ist das völlig okay. Auch das Lenkrad kann ich in alle Richtungen verstellen. Und typisch BMW fleischig liegt es hier in der Hand, ist serienmäßig hier drin. Sportsitze sind serienmäßig und diese Sitze, die besprechen wir jetzt einfach mal direkt. Schaut euch die an. Seitenwangen, die hier eher dünn sind, aber trotzdem guten Seitenhalt geben. Diese verschiedenen Ebenen hier drin. M hier in der Kopfstütze drin und die blauen Nähte passen perfekt zu diesem Sitz. Hier unten die Auflage für die Beine kann man noch raus und reinschieben. Und wenn ihr euch das hier mal anschaut, hier der Gurt mit den Farben, da habe ich halt direkt schon Bock zu fahren. Aber soweit ist es noch nicht. Wir schauen uns nämlich nicht das Curve-Display an, sondern einmal kurz in die Tür. Und das ist ein Unterschied zu VW und auch zu Tesla. Da seht ihr oben die Harman-Kardon-Anlage, habt weicheres Plastik oben, Chrom-Zierelement, tolle Türöffner, eine gepolsterte Armauflage. Nochmal so Lautsprecher da oben und unten ein Zierelement, Platz in der Tür. Man sitzt hier so ein bisschen wie in Mami-Schoß und das Ideal für ein Elektroauto. Dunkler Himmel, optional hier drin, Sitzheizung, Sitzkühlung und ein Glasdach. Das würde ich immer nehmen. Ich weiß, es ist ein bisschen dynamischer Widerspruch, aber ich mag helle Innenräume. Ist auch leichter zu filmen, BMW übrigens. Ja, und dann haben wir hier Leuchten, die sind mega schick, ne? Ja, und dann Handschuhfach hier natürlich mit ein bisschen Platz, schön satiniert, wie Jesse immer sagt. Hier vorne merkt man halt die Premium-Qualität, hier dieses Carbon-Zierelement hier mit Chrom und einen relativ breit aufbauenden Mitteltunnel. Haben wir leider auch hinten hier drin, was den Platz auf dem mittleren Platz ein bisschen kleiner macht. Aber ansonsten mag ich mich über die Sitzposition hier drin nicht beschweren, das ist nicht mein Thema. Wen ich mir jetzt gleich rein wünsche, ist Jesse, aber erstmal sprechen wir vielleicht noch über die Armauflage. USB-C-Stecker ist hier drin und ansonsten hier haben wir natürlich den iDrive-Schalter, auf dem man auch schreiben kann für die Navi-Bedienung. Ne? Haben hier verschiedene Knöpfe noch, haben hier die Fahrmodi, Rückfahrkamera, Parkpiepser, hier geht er an. Kleiner Wahlhebel für vorwärts, rückwärts und einen stärkeren Brake- oder Battery-Modus. Und hier noch ein bisschen was für die Klima, lauter, leiser. Das ist es an Knöpfen. Ansonsten haben wir hier die Lüftungsdüsen. Und jetzt ist es soweit. Wollen wir sie rinlassen? Ja, und gestolpert direkt. Jetzt mache ich hier mal an das Auto. Da hört er, glaube ich, auch schon Hans Zimmer Sound von BMW. Und was jetzt natürlich toll ist, ist das Curve Display. Weil das passt besser in BMW als ich, weil es ist leicht zum Fahrer geneigt, klein. Man verliert nicht die Straße zu sehr aus dem Blick, was ich sehr gut finde. Beginnen möchte der Auto allerdings mit dem Lenkrad. Fleischig, dick, M, Dreispeichen, Lenkradheizung hier. Assistenten steuert man hier drauf.
Und ja, hier kann man dann das Infotainment steuern, beziehungsweise das digitale Cockpit. Aber erstmal geht es hier ums Head-Up-Display. Hier vorne ist es riesig, ne? Das seht ihr auch hier dran in diesem Tunnel. Da kommt es raus, oben dann in der Scheibe drin. Wir haben hier noch den Blinker dann und hier könnt ihr die Scheiben waschen auf der Seite. Hier die Steuerung fürs Licht auf der Seite da unten. Ja, und jetzt würde ich sagen, besprechen wir mal hier dieses Display hier vorne. Und auf meiner Stelle, hier unten auf meinem Finger, genau hier, Jessica, könnt ihr dann die Ansichten ändern. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich auch was sehe. Content, ne, könnt ihr dann da verändern. Ja, und dann habt ihr hier die Karte, die ihr groß bekommt zum Beispiel. Die Assistenten könnt ihr hier reinmachen. Könnt auch den aktuellen Verbrauch anzeigen oder nur die Geschwindigkeit. Das ist sehr leicht bedienbar und Head-Up-Display könnt ihr auch ändern. Dafür schaut ihr am besten mal hoch dann ins Head-Up-Display rein. Die Karte könnt ihr da reinmachen, einen Kompass könnt ihr da reinmachen zum Beispiel auch. Ja, oder eine reduzierte Anzeige und euch das nochmal verstellen. Wenn man jetzt über das Display hier spricht, finde ich, das ist eine ganz gute Ansicht. Ich mache vielleicht nochmal hier dann bei Content vielleicht die Karte rein. Das habe ich immer ganz gern. Akku, Füllzustand in Prozent. Ne? Dann habt ihr die Geschwindigkeit, die ihr fahrt, gebt ihr Energie aus oder ja, holt ihr die wieder rein und die Restreichweite, was ich ganz gut finde. Aber jetzt kommen wir hierzu. Das ist das neue Operating System, also der neueste Scheiß. Und Scheiß ist nicht despektierlich gemeint, den BMW anzubieten hat. Und ich könnte euch das 2 Stunden erklären. Was ich genieße und liebe, ist, dass ihr das hier noch steuern könnt. Fahrmodi, schaut da mal hier drauf. Ne? Da verändert sich auch die Grafik. Schaut euch gern beides an. Ja? Habt ihr hier noch Komfort? Ne, beide Displays anschauen. Guck mal, Komfort. Eco, Individual und Sport haben unterschiedliche Grafiken, was Gutes. Und ja, dann habt ihr hier noch die Parkpiepser, die ihr an- ausmachen könnt. Eine 3D-Ansicht, was halt immer mega schick ist hier. Könnt ihr dann rechts auch schön drehen, das Auto. Wenn Jesse jetzt die Tür zugemacht hätte, wäre es noch schöner. Aber jetzt ist es offen, jetzt ist es so, jetzt lassen wir es so. Ja, schaut hier nochmal, jetzt hat sie sie doch zugemacht, so ist es mit Frauen, hör nie auf mich, noch nie in meinem Leben. So, und jetzt Home, und das ist das Geile, ihr habt nämlich Media, Home, Map, Telefon, Navi, zurück geht's ja immer, hier könnt ihr sogar drauf schreiben, auf diesem kleinen Display. Und was Tolles, ihr könnt es da unten steuern oder hier oben über Touch. Und da habt ihr jetzt die wichtigsten Widgets drin, könnt allerdings auch einfach noch eins hinzufügen, über langes drücken, könnt ihr flexibel das hier drin ja verstellen, was ich immer ganz cool finde. Und habt jetzt hier zum Beispiel drin die Navi, der persönliche Assistent, mit dem kann man sprechen hier, ne? Kann man dann aus- und anmachen zum Beispiel, hier sprechen Sie mit mir. So geht das, ne? Media Lounge hier, Routenvorschau, mein BMW ist auch noch ganz spannend. Da seht ihr dann die Kraft, die wir da gerade immer haben. Hier geht es dann wieder zurück, Verkehrslage, Wetter. Aber ich mag eigentlich die Ansicht am liebsten, weil hier habt ihr eben alle Apps, die ich euch jetzt hier zeigen kann. Das ist zum Beispiel verschiedene Nutzer, der persönliche Assistent, Apple CarPlay, Android Auto, Spotify habt ihr hier auch drin oder hier wird spannend laden. Da haben wir dann einen Lademodus, Abfahrplan. Schaut mal, hier unten kann ich das jetzt auch steuern. Ne? Oben wieder gucken, Ladeziel, Ladekabel, Charging. Oder ihr könnt das Auto vorklimatisieren. Wetter ist natürlich auch geil. Wie gesagt, ich muss mich echt kurz halten, weil man könnte eine Stunde hier über dieses Auto nur über den Innenraum ein Video machen. Systemeinstellungen habt ihr hier auch noch verschiedene. Die Innenbeleuchtung ist auch toll. Ne? Farbe, Ambiente, Licht könnt ihr an- ausmachen. Helligkeit, Farbe hier. Schaut mal, das seht ihr jetzt nicht, dafür ist es zu hell. Aber echt verschiedene Ambientebeleuchtungen hier drin, die ihr einstellen könnt. Einen Shop gibt es für die Apps, BMW Assistance, Nachrichten. Man kann hier auch aufnehmen teilweise, wenn man seine Fahrt anschauen will oder eben nicht. Und Gewohnheiten, das ist auch lernfähig. Nachrichten, Partner, ja, Außenbeleuchtung, könnt ihr auch noch ein bisschen was mitmachen. Schaut euch das mal an, was ihr hier machen könnt. Das ist echt eigentlich zu viel, um es in einem Video zu erklären. Klima ist hier, Harman Kardon-Anlage hier drin optional. Und da habt ihr halt auch mega viel, was ihr steuern könnt. Und jetzt das Spannendste sind die Einstellungen. Da kommen wir dann zum Fahren dazu. Das ist natürlich einmal hier die Assistenten. Und da haben wir zum Beispiel Sicherheit und Warnungen hier, was wir dann einstellen können. Da seht ihr das dann auch, was es hier drin alles gibt. Es ist schon mega viel serienmäßig hier drin, inklusive Akustikverglasung. Übrigens auch hier die zum Fahren. Ich glaube nur das Assistant Driving mit
Ja, dann Spurhalteassistent, Abstandsregel, Tempomat ist dann nicht serienmäßig, ein paar andere Dinge noch. Aber ansonsten viel serienmäßig drin. Und jetzt das Spannendste für mich, Rekuperationsstufen. Adaptiv macht es Auto allein hoch, mittel, niedrig. Und hier habt ihr den B-Modus, da ist dann immer hoch eingestellt, wenn er den reinmacht. Iconic Sound an und aus, Hans Zimmer an oder aus. Und jetzt hier, ja, was kann man verstellen? Dämpfung in verschiedenen Stufen könnt ihr machen, Lenkung könnt ihr verstellen, Antrieb könnt ihr verstellen. Jetzt hoffe ich, dass ich alles gezeigt habe. Man kann nicht alles zeigen. Ne? Was wir jetzt machen, ist losfahren. Und ich hoffe, ihr habt Bock. Und, habt ihr Bock? Schaut vielleicht mal da hoch. Da geht es jetzt nämlich hoch. Es ist der volle Hans Zimmer Sound hier drin. Ich mache das Auto hier an. Wir schalten auf Sport, Boost. Ja, und jetzt gucken wir uns mal an, was der hier kann. Ne? Wir ziehen hier den Gangwahlhebel nach hinten. Straße sollte frei sein. Ja, und jetzt beschleunigen wir hier mal durch und ja, ihr guckt euch mal an, was der kann. Alter, aber jetzt merkt man schon, hier kommt ein Bus, aber hier diese Beschleunigung bei dem Auto, die ist unnormal, wirklich unnormal. Lenkung ist hier so eine dynamische und jetzt schaut mal, wie der klebt, auch die Bremse. Hier ist ja übrigens die ja, M-Sportbremse drin, was der hier macht. Normalerweise heckgetrieben, aber wenn wir die Traktion brauchen hier, kommt die Vorderachse dazu und zieht uns raus. Hier ist tatsächlich auch 100. Man kann auch hier leicht das Heck kommen lassen, das schert dann richtig schön ein. Und das ist eine Fahrdynamik, die hätte da hier hoch mit einem Verbrenner nicht, weil naja, da müsste da ja ständig natürlich hochtourig fahren und das ist unglaublich, weil das volle Drehmoment von 795 Newtonmeter hier ständig anliegt und völlig egal, wann wir drauf pinseln, kommt er wieder und zieht uns hier hoch. Das ist Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Das macht unglaublich viel Spaß und wenn man Tesla Model 3 fährt im Vergleich, dann poltert das so auf der Hinterachse. Leute, die sich nicht auskennen, die sagen immer sowas wie, ja, das ist sportlich. Das ist doch dynamisch. Aber hier mit der Luftfederung, mit der Lenkung und mit der ganzen Technik, mit der aktornahen Radschlupfbegrenzung, die BMW so hat, schaut mal, wie der hier klebt. Ne? Das ist großartig, fährt sich dieses Auto halt wie ein echter BMW und Freude durchfahren ist hier in dem Auto drin. Im Grunde das einzige limitierende Element bin ich. Ja? Das ist Wahnsinn. Ich will auch eigentlich nicht aufhören mit euch hier durch zu beschleunigen. Bremsen mal, Vollbremsung und jetzt nochmal durch beschleunigen. Tatsächlich, schaut mal einfach aufs Gas vorne. 100. Wahnsinn. 3,9 Sekunden. Dem Auto ist es völlig egal, dass es hier berghoch geht. Das macht so ein Heiden, soll man ja eigentlich sagen, Spaß, dass ich hier nicht mehr raus will. Das ist großartig. Ja? Reichweite ist ja hier drin angegeben mit 510 Kilometer. Wenn man so fährt wie ich, schafft man 300. Aber realistisch sind auch 450. Dafür muss man hier ja ein bisschen was anderes machen, nämlich auf Eco Pro schalten. Was verändert sich jetzt? Gasannahme verändert sich hier drin. Die Lenkung verändert sich. Der Hans Zimmer Sound ist auf einmal weg. Und wenn wir hier jetzt berg runterrollen, können wir dann vielleicht in Sport nochmal in die B-Gasse schalten. Jetzt rekuperiert das Auto. Ihr merkt, es bremst. Ja, und es bremst auch ganz runter. Schaut. Und das lässt ein One-Pedal-Driving zu. Das heißt, Gas brauche ich, aber das Bremspedal kann ich eigentlich weglegen. Und das ist natürlich richtig gut. Jetzt ist er wieder da, der Hans Zimmer Sound. Und naja, dann haben wir hier noch Komfort zum Beispiel. Jetzt ist es mit der Luftfederung hier hinten richtig langstreckentaugliches Fahrzeug. Und diese Spreizung, die man hier hinbekommt aus Komfort oder wenn man dann will, Hans Zimmer Sound und Sportlichkeit, die ist Wahnsinn. Ohne Scheiß, das habe ich selten so sehr in einem Auto erlebt. Das macht richtig Spaß. Und jetzt schauen wir hier, dass wir nochmal wenden können. Bergunter natürlich, genauso wie in der Stadt. Auch toll, weil, naja, wir können jetzt die Energie, die sonst wegfliegt, eben durch die Rekuperation wieder einfangen. Hier seht ihr jetzt die Rückfahrkamera. Gestochen scharf, das ist BMW. Ne? Und jetzt beschleunige ich nochmal hier durch. Sportmodus ist drin. Und jetzt machen wir mal Boost und jetzt schaut euch das an. Schaut euch das an. Nochmal bremsen. Ich bremse langsamer, sonst kriege ich Ärger mit Jesse.
100 Wahnsinn. Aber jetzt möchte ich euch was zeigen. Und wenn man hier auf Menü drückt, und das ist das Gute, das ist auch während der Fahrt selbst mit nicht iDrive gut bedienbar, dann habt ihr hier ja die Einstellung. Und jetzt sind wir ja im Sportmodus. Ja, gehen wir nochmal zurück auf Einstellungen. So, das habe ich jetzt nicht klug gemacht. Aber jetzt könnt ihr den Iconic Sound einfach ausmachen hier. Und jetzt geht das alles ohne Sound. Wahnsinn. Aber ich mag den, ich finde den cool. Deswegen lassen wir den drin. Und die Rekuperationsstufen könnt ihr auch einstellen. Hoch, so ist es wie im B-Modus. Ne? Oder mittel, dann bremst er langsamer. Oder niedrig, dann rollt er eher aus. Wenn wir das natürlich einstellen hier, dass es einfach normal ist, also hier Rekuperationsstufe adaptiv, dann entscheidet sich das Auto selbst. Am besten ist dann in dem Fall, wenn ihr einfach die Navi einstellt oder so und dann hilft er dir. Was jetzt schön ist, sind natürlich auch die Assistenten. Drückt man hier drauf, ne, hat man hier eine Geschwindigkeit. Und jetzt kann man schön sehen, dass die Kamera verdeckt ist, weil ich ein bisschen zu hoch sitze. Ne? Oder ich müsste das Lenkrad vielleicht höher machen. So ist sie wieder bei mir. Meldung schließen. Und jetzt hält er die Geschwindigkeit, hält die Spur, hält den Abstand zum Vordermann, wenn ich will, wenn er eine Spur erkennt. Und damit kann ich natürlich schön auf der Autobahn teilautonom Level 2 unterwegs sein. Und vielleicht dann im Komfortmodus habe ich ein sehr komfortables, langstreckenfähiges Auto. Ja, viele wollen immer wissen, Mensch Jan, sag mal was über den Verbrauch. Aber es kommt natürlich darauf an, welchen Modus wählt ihr hier drin, wie viel rekuperiert ihr. Ne? Nutzt ihr vielleicht hier einfach diesen B-Modus oder auf was habt ihr gerade am meisten Bock? Ich habe ja hier Bock, einfach hier schnell durchzufahren. Und jetzt schaut euch das mal an. Das ist unglaublich. Dieses Auto fährt sich eigentlich fast wie ein Cup-Fahrzeug. Wahnsinn. Toll gemacht, BMW. Ich kriege jetzt gleich einen Nackenklatscher von Jesse, bevor es soweit ist. Flüchte ich aus dem Auto und zauber euch ein Fazit. Kommen wir zum Fazit. Ganz ehrlich, Leute, es gibt Menschen oder Moderatoren oder YouTuber, die Autos viel rationaler bewerten als ich. Bürokraten eben. Das verstehe ich, das hat seine Daseinsberechtigung. Ich bin ein anderer Typ. Ich bin emotional und ich sage euch ganz ehrlich, war am Anfang einer der größten Kritiker der Elektromobilität. Ich habe gedacht, das Gewicht, dass die geradeaus funktionieren, ja, das kenne ich von meinem ferngesteuerten Elektroauto, aber in der Kurve waren die halt immer sehr schwer. War also schwer, mich zu überzeugen. Dann bin ich den ersten Jaguar I-Pace gefahren, habe gedacht, Alter, hinten das Heck, ja, rutscht in die Kurve rein, die Vorderachse zieht uns wieder raus. Dann bin ich den Audi e-tron GT gefahren, habe gedacht, scheiße, ja, VW ID.R, Pikes Peak hochjagen, sehen alle Rekorde brechend. Ja, das ist vielleicht doch was. Ja? Und vielleicht auch was, was mehr Spaß macht. Und mit dem Auto hier Berchtesgaden die Landstraße hoch. Überhaupt kein Leistungsverlust. Der klebt am Gas. Nichts muss hochdrehen wie bei einem Verbrenner. Ich hatte so viel Spaß, ganz ehrlich. 2 Schweißflecken unter den Armen, weil ich gedacht habe, das Auto kann mehr als ich und ich muss echt aufpassen. Natürlich kann man das große Gewicht in der Kurve auch nicht ganz wegdiskutieren. Aber alle Antriebskonzepte haben eben auch Vor- und Nachteile. Dann geht es hier drum. Was sagst du über die Optik, Jan? Ich stehe auf den Vierer als Grand Coupé, das ist für mich eines der schönsten Autos. Ich finde es konsequent, was BMW macht, dass man sagt, hier eine Plattform für alles, ist sehr schlüssig. Manche Elektrofreaks sagen, nee, das ist zu wenig. Tesla konzipiert konsequenter jetzt in Richtung Elektromobilität, aber BMW sagt, uns macht aus in dem Luxus-Premium-Segment hier, dass wir eine bessere Verarbeitungsqualität haben und vielleicht auch in der Kurve mehr Dynamik, mehr Stabilität. Die Beschleunigungswerte sind ja ähnlich. Und das kann ich unterstreichen, das ist der BMW. Ich bin sehr sicher, dass Mercedes EQE, BMW i4 sehr erfolgreich sein werden, weil es sind tolle Autos. Die Architektur im Innenraum jetzt mit dem Curve-Display, die vielen Assistenten, das ist schon echt eine Wucht. Und dann geht es bei dem Auto, was ja oft auf Langstrecke gefahren wird, um die Reichweite. Reichweite reicht aus meiner Sicht aus. Man muss ein paar Einbußen in Kauf nehmen. Viele Vertreter wollen immer noch ihren Diesel fahren, aber das ist ja auch vorbei. Ne? 590 Kilometer bei der nur heckgetriebenen Version ist doch wirklich okay. Vielleicht sind es 500 realistisch. Und man kann Langstrecke fahren, da ist er komfortabel, aber man kann auch Spaß haben. Vielleicht sogar ein bisschen mehr Spaß wie mit einem Verbrenner. 3,9 Sekunden ist halt auch echt ein Wort. Aber dann geht es um den Preis. Der liegt bei 58.300 Euro als kleinere Version. E-Drive 40 heißt er dann. Der M50, ja, der liegt dann bei 69.900 Euro. Aber
Ich habe mir ja schön gerechnet, dass man eine Förderung zwar nicht bis zu 10.000 Euro bekommt, aber bis zu 7.500. Dann seid ihr bei einem Preis von etwa 50.000, 60.000 Euro, wenn ihr noch ein bisschen mit dem Händler rumverhandelt. Ne? Und das ist dann wirklich okay. Und die Vertretertiere da draußen zahlen nur 0,25% Dienstwagensteuer, was auch gut ist. Wer das weiß, ja, das ist unser Kooperationspartner. GoLeasy. Was machen die Jungs? Die vergleichen für euch, ähnlich wie ein Check24, unter den etablierten Leasinganbietern und suchen den garantiert besten Leasingpreis raus. Hier seid ihr gelandet bei dem überemotionalen, wie mich Jesse oft nennt, Autotester eures Vertrauens, The Car Crash Review Goat. Der beste Autotestkanal der Welt. Warum? Ja, bei uns gibt es jeden Tag ein neues Review von der bezaubernden Jesse und oder vom hyperemotionalen Jan. Abonniert den Kanal, macht es genau jetzt. Und dann bis bald in einem anderen bergigen Landstraßenzirkus. Tschüss.